Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem neuen Pokémon TCG Pack Opening der Edition Teams Syndrom. Ich habe ja schon ein halbes Display dieser Edition geöffnet und nicht die Karte, die ich gehuntet habe, gezogen. Aber ich gebe noch nicht auf, deswegen weiter geht's. Wie ihr vielleicht merkt, mal ganz neuer Schnitt, wie ich ja auch mit einer Facecam. Ich werde auch gleich zur Packcam switchen, damit ihr eben seht, wie ich die öffne. Und eben zwischen den Cams wechseln, wenn es passt. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Deal gefällt. Und wenn es gut ankommt, dann mache ich auch damit weiter. Ich würde sagen, 6 Packs haben wir. Beginnen wir mit dem ersten. Kamera wechseln. So, hier haben wir unser erstes Pack mit Relaxo und Evoli. Ich hoffe ja, dass ich heute wieder was Gescheites ziehe. Online-Call, yay. Der ist nicht Englisch, deswegen kann ich mir den auch angucken. Bei den Englischen, für die, die es nicht wissen, kann man nämlich auf dem Code bescheuerterweise erkennen, ob eine gute Karte drin ist oder nicht. Fragt mich nicht, warum. Wir beginnen mit einer vielen Energie. Sordings Pupita Kokuna. Habe ich das übersprungen? Bronze braucht aber auch keiner. Stratini ist cool. Tentacha, Ponita und Alola Slimer mit einem etwas übertriebenen Artwork. Die erste Reverse des heutigen Tages ist Gramokles und die erste Rare des heutigen Tages ist Magnine. Erstes Pack nicht so toll. Ich habe ja auch Höhlen, falls ich mir diese Karte ziehe. Mal gucken. Insgesamt habe ich ja nicht gerade das größte Glück, was Openings angeht. Einmal eine Rainbow, das stimmt, das muss man sagen. Aber ansonsten meistens überhaupt nichts. Tentoxa, wieder diese Oliver, wieder Pupita, wieder Gramokles, Nidoran weiblich, Carpador, so sieht das Bild. Fiffchen. Alola Kleinstein. Die nächste Reverse ist Mauzi. Und die nächste Rare ist Lapras. Cooles Artwork, erinnert mich voll an Pokémon Mystery Dungeon mit dem Strand im Hintergrund und allem. Aber auch nicht wertvoll. Jetzt das Bisaflor und Celebi Pack. Ich habe von allen Designs, die ich bisher hatte, noch ein weiteres jeweils. Nächste Karte. Die Rare und die Reverse. Elektroenergie. Alola Georok. Ammonitas. Die Wasserdisk. Mauzi mal wieder. Nidoran weiblich wieder. Voltilam. Das muss sich ja auch verarscht vorkommen inzwischen bei dem Schwert und Schild. Volo. Lumanda. Kaspadur. Die nächste Reverse ist Paras. Kurz, das wäre keine Reverse und war leicht verwirrt. Oh, ein cooles Lugia in der Holo mit einem sehr geilen Artwork. Feier ich. Ist zwar nicht unbedingt jetzt krass wertvoll, aber sieht schon mega geil aus, muss ich sagen. Kann ich mich nicht beschweren. Lege ich mal so zur Seite. Die Hälfte hätten wir hinter uns. Eine gute Karte jetzt noch nicht gezogen. Aber kann ja noch werden. Schließlich könnte in jedem Pack Latias und Latios GX Alternate Full Art, nach der ich hante, drin sein. Wieder der Kartentrick. Eine hier. Und die Kampfenergie nach vorne. Gleich das Kampf-Pokémon dazu. Duokles. Ein gefährlicher Bohrer. Wieder der Kautauken. Ratini ist immer noch toll. Tentacha hatte ich schon. Ponita hatte ich auch schon. Alola Slimer im übertriebenen Artwork hatte ich auch schon. Als Reverse. Oh, ein wundersames Labyrinth Prisma. Okay, zumindest eine Prisma-Karte.
jetzt nicht unbedingt das Allerkrasseste, aber eine Sache muss ich kurz überprüfen. Wenn meine Vermutung stimmt, dann muss ich aber ganz weit los. Ich check gerade meine Box mit meinen seltenen Karten aus. Die habe ich nämlich alle in eine Tinbox. Schon geile Dinger dabei, muss ich sagen. Aber wo? Nee, Wunderlabyrinth habe ich noch nicht. Eine Prisma habe ich schon doppelt. Ich habe mich erinnert, tatsächlich sowas schon zu haben, aber das war anscheinend was Ähnliches. Solarium oder so ähnlich hieß das. Oder nee, Hitzemanufaktur. Also ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich ähnlich, aber vom Design hat es ein bisschen was davon. Ja, erste Karte, der Manal. Eine der Höhlen meiner Top-Trainer-Box, die ich nie hochgeladen habe, weil das Opening kacke ohne Ende war. Die einzige seltenere Karte, die ich gezogen habe, war eben mein zweiter Schwarzmarkt Prisma. Und das war belastend. Ja, kommen wir zur Rare. Nidoqueen, auch cooles Artwork. Hab jetzt in dem Pack auch nach einer Prisma nicht mehr mit was gerechnet. Auch wenn ich schon mal Prisma und GX in einem Pack hatte. Auch live auf YouTube. So. Kommen wir zur nächsten Runde. Rare Reverse. Zack. Feuerenergie. Yasu. Kiki hatten wir auch schon heute. Urklass hatten wir auch schon heute. Voltilam hatten wir auch schon heute. Kastel hatten wir auch schon heute. Glumanda hatten wir auch schon heute. Dich hatten wir noch nicht heute. Und dich auch nicht. Ich ziehe verdammt viele Karten mehrfach, kann das sein? Dann haben wir Nuit, sowas ähnliches wie ist Säurespor oder Zuckungsdarm. Es läuft mal wieder scheiße, jetzt mal im Ernst. Was ist denn mit meinen Pack-Openings los? Früher habe ich ganz coole Karten gezogen, aber die letzten Openings laufen ja mal komplett scheiße. Da ist ja überhaupt nichts mehr, das man braucht. Unlichtenergie, Yorino, Richterpfeife, Yasu, Slimer, Oval. Mal einige Karten, die ich noch nicht hatte in diesem Pack, außer Mauzi und Nidoran weiblich. Irgendeine gute Karte kann hier ja immer noch dabei sein. Vati ist es aber nicht. Ist diese Karte jetzt nochmal was Gutes zum Abschluss? Warum rede ich? Secret Rare Gold Item Karte. Metall Schutzbrille. Den Depp schneide ich raus. Und ich weiß jetzt schon, dass ich den extra reinschneiden werde. Wie geil ist das denn? Ich meine, ich ziehe zwar nicht so gern die Item Karten, aber eine Goldkarte habe ich jetzt auch zum ersten Mal. Geile Sache. Ich hoffe, ich bin nicht wieder zu faul, das Video zu schneiden, denn das würde ich schon gern hochladen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Pokémon TCG Openings sehen wollt, dann lasst ein Like da, drückt auf den Abo-Button, die 100 sind fast voll. Die können wir in kürzester Zeit schaffen und ich habe ein fettes Abo-Special vorbereitet. Ehrlich gesagt nicht nur eins. Also, wir sehen uns. Bis irgendwann. Geile Karte. Ciao.